Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Your daddy's rich, he's so rich, and your mom is good looking. So won't you hush, little baby? Oh, won't you please don't cry? One of these mornings, you're gonna wake up singing. Then you spread your wings and you take to the sky, oh, so high. But until that morning, nothing can harm you, 'cause your mom and your daddy standing by. Schicht 5 bei Manas Rock und das erste Mal unter ganz neuen Bedingungen, nämlich mit einem Welterbefilter und mit einem Künstler, der nicht nur Sänger ist, sondern auch Schauspieler und deshalb natürlich eine Kamera total gewohnt ist. Hallo Axel, schön, dass du bei uns in Goslar bist. Hallo Christian, ich freue mich ebenfalls hier mal wieder sein zu dürfen. Ich war ja schon mal hier bei den Dreharbeiten zum Wunder von Längede. Ja, wir befinden uns hier gerade in der Kaue und hier werden die Klamotten immer hochgehängt, weil nämlich unten im Stollen ein enormer Dreck und Staub und was weiß ich nicht ist. Viel Feuchtigkeit auch habe ich damals genießen dürfen. Wir haben, glaube ich, gute 2 Wochen lang haben wir Tag für Tag von morgens um 9, glaube ich, haben wir angefangen. Bis abends 19, 20 Uhr habe ich im Alten Mann, so heißt dieses Gewölbe, das entsteht, wenn alles abgebaut wurde und da nur noch ein riesiges Loch ist. Da haben wir dann immer gesessen und haben ausgeharrt und auf Rettung gehofft. Ja, der junge Mann, der sich da rechts gerade mit seiner Gitarre fertig macht, das ist mein guter alter Freund und Arrangeur meiner Scheibe Blick aufs Meer. Die Musik hören wir nachher auch gleich noch. Ja, der Danny, der hat mir sehr geholfen damals, als ich den Wunsch hegte, eine CD machen zu wollen. Ich werde versuchen, ganz besonders schön zu singen jetzt. Zwei zueinander passen, dann werden sie nicht viel vermissen. Für die einen leicht zu fassen, für die anderen schwer zu wissen. Sie könnten wie zwei Spiegel sein, die sich gegenseitig reflektieren. Der eine für den anderen, eine Art von Therapie auf Herz und Nieren. Passiert nicht allzu oft, mein Kleiner, darauf kannst du dich verlassen. Zwei zueinander passen. Und wenn zwei zueinander passen, wie sollten sie vergessen? Der eine könnte in Australien sein, der andere vielleicht nur in Hessen. Sie müssten nicht so tun, als wären sie ein wunderbares Paar. Wenn andere dabei zusehen, gern, doch lieber nicht zu nah. Zwischentun, als ob und sein wären, Unterschied von Klassen. Wenn zwei zueinander passen. Bis 1988 ist der Bergbau tatsächlich auch betrieben worden. Inzwischen ist das ein Besucherbergwerk.
Und im nächsten Jahr feiern wir hier 25 Jahre UNESCO-Welterbe. Also all das hier, diese heiligen Hallen, ist ein UNESCO-Welterbe, sodass wir hier nichts verändern dürfen. Also alles, was wir hier sehen, muss exakt so bleiben. Natürlich eine super Geschichte ist, weil wir in einem authentischen Ort spielen. Ja. Wir betreiben hier seit 2 Jahren Konzerte. Was mich jetzt zu dem heutigen Abend bringt, wie ist das für dich, wenn wir haben deine Show angekündigt, haben gesagt, ab morgen startet der Vorverkauf und nach 23 Stunden war alles weg. Wie fühlt man sich, wenn man weiß, man kommt ganz gut an offensichtlich in Goslar? Das hört man natürlich gerne und es ist natürlich umso erfreulicher, dass es sich anscheinend auch schon herumgesprochen hat, dass ich Musik mache. Das ist ja sehr schön. Jetzt kommst du nicht alleine, du kommst... Ich komme mit einem 9-köpfigen Inselorchester, also insgesamt sind wir 10 Leute auf der Bühne und ich habe damals mein Album Blick aufs Meer, heißt das, aufgenommen mit dem Babelsberger Filmorchester und wir haben versucht mit einer möglichst kleinen Kombo dann doch den Orchestersound auch wieder auf die Bühne zu retten. Warum wollen wir nicht gemeinsam Bogenwand die kleine Welle leise weinen ein? Schau, der Wind und all die weißen Wolken wandern auch gemeinsam in die Welt hinein. Wäre es nicht eine Wohltat, wenn wir wüssten, wir sind nicht allein. Wohl wahr, erwiderte die wilde Welle und schlug wütend auf die kleine Welle ein. Denn im Leben ist uns eben leider vieles nicht gegeben. Kann nicht sein und wird nicht werden, drum sei nicht so betrübt, wenn es mal nicht so geht. Auf dem weiten Meer liegte wütend sich mit jeder Woge einer winzig kleinen Welle hinterher. Was war denn zuerst da, der Schauspieler Axel Prahl oder der Musiker? Oder ist der eine oder den anderen gar nicht denkbar? Nee, es war in der Tat tatsächlich so, dass ich eigentlich Musiker werden wollte. Die Schauspielerei ist mir eher so zugelaufen. Ich wohnte damals in so einer 6-Personen-WG, war damals musikalisch schon schwer aktiv, hatte eine Kombo in Hamburg mit dem Ex-Schlagzeuger von Augenweide. Impuls hieß die und haben damals schon bei Dead Hat Fissen unser erstes Konzert gegeben und das lief erstaunlich gut. Also das hätte gut weitergehen können, aber damals war ich eben schon in Kiel am Landestheater dort oder Bühnen der Landeshauptstadt Kiel war ich schon engagiert als sogenannter Schauspielelewe. Und ja, damit habe ich mich dann entscheiden müssen zwischen Musik und Schauspielerei. Und hast du jetzt mit der Schauspielerei die Freiheit, dich auch wieder an vielen Abenden, so auch heute, für die Musik zu entscheiden, was ja auch eine gewisse Freiheit im Leben ist, wenn man das kann? Das ist ein Novum, das, ja, besser geht's natürlich nicht. Wenn man sich das aussuchen kann, dann auch noch, das ist natürlich großartig. Vor sagte Vater, nun muss ich gehen. Reise, reise, alle Mann an Deck. Wenn du einmal groß bist, wirst es verstehen. Reise, reise, alle Mann an Deck. Das Beiboot holt über und er geht an Bord. Er dreht sich nicht um, spricht kein einziges Wort. Doch ich höre sein Herz, wie es schreit, den Fluch der Ewigkeit. Ist denn jeder Abend gleich? Nein. Es ist auch wirklich interessant zu beobachten, wie unterschiedlich das Publikum. Also zum Teil gibt es natürlich schon auch noch Leute, die überhaupt gar nicht wissen, dass ich Musik mache und die sehr, sehr überrascht dann nach dem Konzert zu mir kommen und sagen, wussten wir ja gar nicht und so und sich bedanken, ein schönes Konzert und aber natürlich erstmal nur gekommen sind, weil sie mich eben vom Tatort kennen. Und wie ist es vom Set her? Also spielt ihr jeden Abend dieselbe Show? Wir spielen normalerweise ein Set in 2 Hälften. In der ersten Hälfte erzähle ich ein bisschen was aus meinem musikalischen, bewegten Leben und gebe so ein paar Anekdötchen und spiele Songs, die ich damals vielleicht unter Umständen auch am Lagerfeuer gespielt habe
um die Damenwelt zu bezirzen, was mir eher selten gelungen ist. Auf jeden Fall, und im zweiten Teil gibt es dann komplett das Album Blick aufs Meer in seiner ganzen runden Gesamtheit. Blick aufs Meer, Blick aufs Meer, Blick aufs Meer. Wohlstand, mehr Zeit, mehr Hilfe, mehr Miteinander. Mehr Urlaub, mehr Rente, mehr geistig befreit. Mehr Vorsicht, mehr Six Feet Under. Mehr Sender, mehr Wahnsinn, mehr Pornografie. Mehr Eros, mehr sündige Kinder. Mehr Wachstum, mehr Autos, mehr Demokratie. Mehr Dummheit, mehr hilflose Schinder. Ich habe also bin ich immer den Blick aufs Meer. Deine Verluste gewinne ich. Das ist der Helm mit Segelschiff. Anlässlich des heutigen Abends. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn du ihn trägst. Nein, du Set mal sagst, heute nur mit Helm. Würden wir uns sehr freuen. Und ja, freuen uns auf einen super tollen Abend nachher. Mit einem schönen Konzert. Dankeschön. Top, die Watte quillt. Bis später. Danke. Gebe ihr mein Ja-Wort, komm Engel, nimm meine Hand und drücke sie ganz zärtlich mit dem Rücken an die Wand. Doch ich achte auf ihre Flügel, wie mich Bertolt Brecht gelehrt, und berühre ihre Hügel, nur wenn sie es begehrt. Und hoff, dass ich der Mann bin, der sie glücklich machen kann, denn ich weiß ganz genau, das ist meine Frau. Und ich weiß auch, was sie braucht. Und sie legt mir ihre Hand auf meinen Bauch. Und ich weiß, sie weiß es auch. Yeah, 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 yeah. Sie weiß es auch. Dip, 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 dip. Bebab, du, boah.
Just Report!